Оказаться среди вас, наших больших друзей. Wir sind sehr begeistert, weil wir in Gesellschaft unseren guten Freunden. Вот уже стала традиция через каждые два года. Eine gute Tradition, als wir vor zwei Jahren mit Sie treffen. Мы рады, что вновь увидели вас здоровыми, процветающими, когда ту прекрасную организацию нашей жизни здесь, в Германии, и концерты. Ich bedanke ganz herzlich die Organisatoren dieses Tournees, dieses Konzerts Lions Club und Leiter dieses Clubs. Мы на каждом шагу auf jedem Schritt ihre Aufmerksamkeit und ihre Oh!
не снимать? Где лицензия Кварте? Они сразу последствия. А хорошо, что мы здесь смеяли. А хорошо, что мы с вами попрыгали отстроили. Я не могу пригласить на будущий год в Москву. А ты не будешь? Что только я могу решить? Het is hier wel vlak. Ja? Oh, dan moest toch ook bij die kraftwerken dan. Oh, ik heb wel vlak. We zitten uitstekend op hier. Ja, hè? Ja. Линия, да? Ага. Она просто их увидела, я уже покажу. Сердечно приветствую вас на этом производстве. Mein Name ist Busch und ich bin also hier für die Besucherbetreuung zuständig. О, Галя, слушай, тебе надо здесь оставаться. Es wird also ständig Material von der rechten Seite auf die linke Seite rübergebracht, über Bandanlagen, die Sie auch jetzt hier sehen. Nicht? Und das Material geht also über einen Zentralpunkt, über den das Material von beiden Flügeln des Tagebaus kommt und von da aus wird es dann verteilt. Nicht? Das ist, sind lange Wege, die wir gehen müssen, aber wir können nicht hier von rechts nach links eine riesen Brücke bauen, weil das Ganze ja alles... Ja,
So, leider läuft hier auch kein Gerät. Hier links ist sogar in Reparatur. Wenn man mal im Tagebau hier so gelbe Wagen sieht, dann weiß man, aha, da ist die Maschinenabteilung dabei, wieder was zu reparieren. Nicht? Das sind auch keine Bagger, die Geräte, die Sie hier sehen. Die nehmen nur die Kohle hier aus diesem Kohlerücksetzer. Hier links sehen Sie, wie die Kohle da runterfällt. Hier rechts kommt gerade nichts runter. Nicht? Wenn wir den Bunker vollständig füllen, haben wir hier 600.000 Tonnen Kohle liegen. Also da geht in einen Anschluss Tagebau Garzweiler 2 hinein, aber auch dann verändert sich hier das ganze Gebiet. Ne? Also da. Kommt das Material erstmal nach hier hin, und zwar, ich sag mal, in der ersten Etage. Da kommen die Bänder oben an mit dem Material. Ja, und dann kann man von oben auf die unteren Bänder, die das Material. Über Funk verständigt, wie er zu fahren hat. Der sieht ja gar nicht, was da unten vor den Raupen ist. Der muss sich auf das verlassen, was ihm sein Vorarbeiter sagt. Also das Zusammenspiel zwischen den beiden, das muss schon funktionieren. Fahren die Leute hin und holen sie dann auch wieder ab. Es wird hier rund um die Uhr gearbeitet, nicht? Also in drei Schichten, dreimal Он рассказывает, что это как бы автономная штуковина, как космический корабль, что тут они и переодеваются, и там и душ принимают, и, ну, в общем. Weg ausgucken, den man so mit dem Bagger fahren kann. Und man müsste eigentlich mal jemanden bitten. Я понял, такую шляпу. Реклама. Ja, das finde ich auch.
Aber das ist Speise. Hier. Ja. Speise Paar. Es gibt noch einen dickes Was? Ein Passaschok. Wir freuen uns sehr, dass Sie unsere holländischen Freunde so gut wie uns Und wir freuen uns. Die Küche, bitte. Ich möchte der Küche etwas singen. Ja, gleich. Hey, jetzt möchte ich singen. Sie in Moskau. И мы всегда, кстати, у нас вот наши семьи есть очень большие друзья из Германии, из Голландии, которые жили в Ранзоне. Fahren wir nach Putzbach. Там действительно, вот ну, среди наших друзей тоже есть член Европейского парламента, генерал Бундеслиги, Бундестага. Генерал Мартин. Генерал Мартин Хойбах. Мартин Хойбах. Und ich hoffe, dass wir eine Gruppe zusammenstellen können, die auch im nächsten Jahr diese Reise macht. Ich würde mich sehr gefühlt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das klappt. Wir möchten für Sie einen russischen Volkslied. Шуточная русская народная песня в темном лесе. Scherzlied im dunklen Wald.
die die dann hier rollen. Ja, niet te zeggen. Ja, wat als er rood is, niet dat ze van die kleine smalle sigaretten. Oh, dat bedoel ik. Она вокалист, совершенно верно. Ja, dat is waar, Nick, om het even op een foto te zetten. Oh, bijna 3000 mark die daar. Ja. Nee. Hey, wat zouden ze zeggen? Ik zei van met, ik zei moet kijken wat er stond. Naast je.
нашей Богородице и Пресной Девы Марии. Спаси! Силою честного и животворящего предстательство честных небесных сил. Славного пророка предтечи и крестителя, святых славных и всех вольных апостолов, наших вселенских великих учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. Архиепископа Мирликийских чудотворцев, апостолов Мефодия и Кирилла, учителей служеб, равноапостольного великого князя Владимира, и все святых отец наших всей России чудотворцев. Thank you.
Thank you.
Ja. Володенька, сделай все. Ну, в этой песне, Алёш, мы там должны... Ну, ладно. Это какая песня? Налей, налей. Это грустная песня. Алёха, сиди. Сиди, блядь. Давайте, друзья, ночь веселей. Ой, сейчас, извини. Сейчас уже пошли. Да, жизнь коротка, все уносит с собой. Наша юность, друзья, пронесется стрелой. Пройдемся, друзья, лучше веселей, нашим землем, Слухав,